Aber weiter geht's nach Liesing zum Hauptplatz, wo die Vorarbeiten zum morgigen Kirchtag in vollem Gange sind. Da sitzt er ja, der Lexa. Kenn ich ja. Grüß euch. Servus. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Cheforganisator habe ich gehört. Ja. Willst du nicht? He? Jetzt haben wir schon ein bisschen zu tun. Ja, was ist? So ein Ereignis der Kirchtag, das bringt schon ein bisschen Arbeit mit sich da. Wer hilft denn euch mit? Ja, da kann man sagen, ist der ganze Ort auf die Füße und hilft mit. Weil zum Beispiel die Musikkapelle, die Feuerwehr und der Gesangsverein, da sind sehr viele Leute daran beteiligt und das geht schon recht gut. Was habt ihr denn für ein Programm? Hast du eins da? He? Ja, ich habe gerade zusammengeschrieben, das Programm für Kirchtag. Großer Liesinger Kirchtag, 6 Uhr schon der Weckruf durch die Trachtenkapelle Liesing. Ja, 8 Uhr bis um 8:45 habt ihr dann festliche Weisen. Genau, ja. Schön. Um 8:30 alle in die Kirchen, bis auf ein paar Mander, die vielleicht nicht wollen. Nein, beim Kirchtag gehen alle in die Kirchen. Mit der Prozession dann. 10 Uhr Frühschoppenkonzert, auch wieder die Trachtenkapellen. Und nachher haben wir aber ein Riesenloch bis um 3 Uhr Nachmittag. Was ist denn da? Ja, das ist traditionell. Zum Kirchtag gehört natürlich ein bisschen Essen auch dazu. Und da strengen sich natürlich die Frauen alle recht an und kochen was Gutes. Und da braucht man auch entsprechende Zeit, dass das dann gegessen werden kann. Verstehe. Deswegen ist da ein bisschen eine Pause drinnen bis 15 Uhr und dann geht das Programm weiter. Ja. Schau, das Hackeln. Für die dabei, Werner. Ja, ja, dann werden wir sehen. Vielleicht mache ich mit. Dann haben wir eine Ausstellung vom Lesachtaler Handwerk und um 18 Uhr ist ja nachher der große Kirchtagstanz. Ja. Da geht es aber dann voll durch, gell? Da geht es voll durch dann, ja. Also morgen großer Liesinger Kirchtag. Glocken verkünden unüberhörbar im ganzen Tal. Kirchtag ist's! Begleiten werden uns die Lesachtaler Spotzen. Ein Höhepunkt des Kirchtags im Geiltal und den benachbarten Kärntner Tälern ist das Kufenstechen. Junge Burschen versuchen bei einem wilden Ritt auf ihren mächtigen Noriker-Pferden ein Fass in seine Einzelteile zu zerschlagen. Eine einmalige Demonstration alpiner Kraft und Stärke, die immer wieder beim Publikum mit großer Begeisterung aufgenommen wird. Am Kirchtag, das ist der Tag, bleib ich nicht zu Haus. Am Kirchtag, da geh ich mit meinem Madel immer aus. An der Musik und mein Dirndl hab ich mich schon so gewöhnt. Das ist für mich der schönste Wochenende. Wäsche Madel, stramme Wadel und die Musik spielt dazu. Wäsche Madel, stramme Wadel, ja, das kommt an jeden Bur. Wäsche Madel, stramme Wadel, ja, davon krieg ich halt gar nicht nur. Ja, die Wäsche Madel, die Wäsche Madel und Musik. Ja, die Wäsche Madel, die Wäsche Madel. Ja, die Wäschenmadel, ja, die sind mein Talisman.
nach dem Kufenstechen geht's auf den Hauptplatz, wo mittlerweile die Volksmusik aufspült. Weiterer Sport, der sich in den hinteren Tälern der Alpen noch gehalten hat und immer wieder auf großes Publikumsinteresse stößt, ist das Fußhackeln. Dabei legen sich die beiden Gegner auf den Rücken, gegengleich. Sie verkeilen sich mit den Beinen und versuchen, den anderen auszuhebeln. Ja, keiner will als Erster einhackeln, ganz klar, weil dann ist er meistens im Nachteil. Eine Alpindisziplin, die nicht nur Stärke und Reaktionsschnelligkeit, sondern auch eine eigene Technik erfordert. Zum Gaudium der Einheimischen müssen immer wieder Fremde als Opfer auf die Matte. Es nicht geschafft, den regierenden Meister zu entthronen. Aber jetzt möchte ich wirklich einmal erleben, wenn ein Auswärtiger dort zu uns kommt und einmal unseren Sieger herausfordert. Ich glaube, keiner eignet sich besser da für diesen Wettkampf als unser Herr Marinell. Also, meine Damen und Herren, wir sehen jetzt hier einen Vergleichskampf eines Exotischen. Er schaut eh völlig aus wie heißt der von Bud Spencer, der Zweite? So, Terence Hill, ja, so ähnlich schaut er aus. Ja. Jetzt werden wir sehen, ob er auch so viel Explosivität und Dynamik hat beim Ziehen. Also, auf Kommando. Und eins, und zwei, und drei. Aube, aube. Ja. Aber viel gefällt hat nicht. Viel, ja, das war jetzt leider einmal. Jetzt kommt das zweite Mal, ja sicher. So, jetzt halten wir alle unserem Marinell die Daumen, unser Werner die Daumen. Also, Leitl drückt einmal, er muss in Niki bocken, das gibt's ja nicht. Und eins, und zwei, und drei. Hey, hat er nicht erfockt. Aber ihm gebührt einen Sonderapplaus, dass er sich getraut hat. Ja. Schöne Madeln sind das. Die können nicht nur hervorragend tanzen, sie tragen auch eine der schönsten Trachten Österreichs.
Ja, weißt du überhaupt, dass eine von diesen Tänzerinnen 15 Meter Stoff braucht für ihre Unterröcke? So einen Unterrock brauchst du. Wo warst du denn überhaupt die ganze Zeit? Ich hab dich schon so gesucht. Sag bloß, du hast auf mich gewartet. Du warst nämlich sehr intensiv mit deiner Tanzpartnerin beschäftigt. Na bitte, ja. Nicht neidig sein. Wir sind ja schließlich zur Arbeit da. Nicht zum Vergnügen. Apropos Arbeit. Ich hab da hinten ein wunderbares Standl entdeckt mit bäuerlichem Kunsthandwerk. Und ich glaub, da sollten wir vorbeischauen. Ja, gehen wir. Ja, so ein Kirchtag ist kräfteraubend. Tanzen, essen, Fußhakeln und musizieren bis in die Nacht hinein.